So, hauen wir mal den Sprint rein. Ja, hier ist Susanos Haus. Der große Krieger Susano mit Doppel-I. Mensch, das ist ja voller Rechtschreibfehler. Ja, also das ist Absicht, kein Entwicklerfehler. Hauruck, hauruck. Das ist seltsam. Mein Geist will wirklich diesen Felsen bewegen, aber mein Körper kann einfach nicht. Meine Schultern sind wie Blei. Es ist wie verhext oder so etwas. Ein neuer Gegner. Ich will den schneiden. Den da auch. Ja, ein China-Kurs. Sehr einfach, aber lecker. Für den Magen, ja. Ach, der lebt immer noch. So, das war's aber mit dem. Ah, wieder Kirschblüten. Also Kirschblüten scheint die beste Bewertung zu sein. Also das Rosa. Ah, 30 weitere Karma-Punkte. Du hast Glücker oder Glückspunkte besser. Wow, Ami, du hast plötzlich angefangen zu leuchten. Das bedeutet, deine göttlichen Attribute können verbessert werden. Nun, du siehst aber begeistert aus. Hier, ich werde dir zeigen, was ich gemeint habe. Lass uns mal Blick auf das Verbessern deiner göttlichen Attribute werfen. Ich werde das Fächermenü öffnen. Dort wirst du deine göttlichen Attribute sehen. Nutze das gesammelte Glück, um ein Attribut deiner Wahl zu verbessern. Ja, den Magen kann ich noch nicht so wirklich verbessern. Deswegen würde ich sagen, flößen wir mal hier ein bisschen ein. Also ja, der Magen braucht wirklich viel. Er ist ja auch noch nicht wirklich voll, der Magen. Ich weiß gar nicht, kann ich mir irgendwo ansehen im Magen? So. Nun fällt dir alles langsam wieder ein. Hä? Bemerkt man so eine kleine Verbesserung überhaupt? Ach komm schon, völlig neu. Das ist ein großer Schritt für die neue und verbesserte Amaterasu. Streng dich weiter voll an. Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Wir sollten diesen Typ lieber überprüfen. Ah, ich fühle mich leicht wie eine Feder. Nur leider hilft mir das gar nichts, um diesen Felsen zu bewegen. Wer hat eigentlich den einzigen Weg hier heraus blockiert? So gibt es keine Möglichkeit, zurück in die Stadt zu gelangen. Sag mal, Welpe, dein Besitzer lebt doch hier im Dorf, oder? Da kennst du also diesen Kerl Susano. Kannst du ihn vielleicht hierher bringen? Man sagt, er sei ein Nachfahre des legendären Nagi. Wenn irgendwer etwas tun kann, dann bestimmt er. Das ist seltsam. Dieser Felsen war vorher nicht hier. Wer zum Teufel hat diesen großen Felsen hier hingetan? Er blockiert den einzigen Weg, der aus dem Dorf hinausführt. Sieht nicht so aus, als könntest du dich da irgendwo durchquetschen. Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob es eine gute Idee wäre, das Dorf jetzt zu verlassen. Du wirst ja auch raus, Webbe. Dann geh und hol mir den Kerl, den man Susano nennt. Eigentlich will ich noch mehr meinen Magen füllen erstmal. Weil hier gibt es ja eine Menge Unkraut und so, dass man hauen kann. Kartoffel. Trocken, aber mit Geschmack. Füllt den Magen ein wenig. Ja, alles, was uns irgendwas bringt. Vor allem will ich Nahrung kaufen, um Tiere zu füttern. Meine Güte, er schnarcht wie ein Bär. Das ist das Zuhause des zweitklassigen Kriegers mittleren Alters Susano. Er erzählt immer herum, dass er ein Nachfahre von Nagi sei. Er ist berühmt für seine Abstammung, aber er ist so unglaublich faul und durchgedreht, um der Nachfahre eines legendären Helden zu sein. Ja, in der Originalmythologie ist Susano eigentlich der Bruder von Amaterasu.
Oh. Da habe ich doch da hinten tatsächlich den Baum mit abgeholzt. Und habe gerade seine Schwerter demoliert. Ich frage mich aber gerade wirklich, wo die Kleiderstange gelandet ist. Okay, ich komme da nicht hoch, leider. Ja, ich kann ihm halt... Ja, super, jetzt habe ich die Kiste aufgekriegt, aber ich komme nicht an sie ran. Bloß schnell raus hier. Wow, war knapp. Merke, ich kann nicht so gut schwimmen. Dafür kann ich halt gut Sachen zerdeppern. Nur den Stein halt nicht. Und ich kann hier auch nichts reparieren. Weil das ist nur ein Reparaturzauber. Ja, ich kann aber Sachen zum Blühen bringen. Gut, also auf zu Susanno. Das Pferd machen wir aber doch kaputt. Auf die altmodische Art und Weise. Okay, den kann ich so nicht kaputt machen. Und so mache ich nur auch wieder alles andere kaputt. Ah, was ist das? Sieht aus wie eine Zeichnung von diesem Mädchen Kushi. Ich frage mich wirklich, ob dieser Kerl überhaupt mal trainiert. So, da ist der Weg nach unten. Und da ist Susanno. Ich bin der Größte. Oh, Kushi, lass uns Murmel Murmel. Jetzt weckt den Typ schon auf. Also Bell bringt schon mal nichts. Was zur Hölle? Hä? Ja, der große Krieger mit dem Astholzschwert. Ah, ich fühle mich so ausgeruht. Ich wollte unterirdisch meditieren. Aber bin wohl eingeschlafen. Hä, wer bist du? Und was willst du von Susanno, dem größten Krieger aller Zeiten? Der große Krieger Susanno, ja. Wissen jetzt sogar schon die wilden Tiere von meinen großen Taten? Nun, Bello, ich bin gerade nicht auf der Suche nach einem Schüler. Geh zurück in die Berge und spiel mit deinen Affenfreunden. Wie kann ein räudiger Hund wie du es eigentlich wagen, mich bei meiner Meditation zu stören? Siehst du diesen Typen? Alles Muskeln und kein Gehirn. Hör auf, Blödsinn zu machen und komm mit uns mit. Hm, du hast dich schon wieder hier reingeschlichen? Hör auf, mich zu nerven, du Laus. Ich hab dir gesagt, du sollst mich nicht Laus nennen. Komm schon, Ami, wir nehmen ihn mit uns. Was glaubst du, was du da machst? Lass mich sofort wieder runter. Was sollen denn die Nachbarn denken? Ja! Wir haben ihn auf dem Rücken. Und wie auch immer wir jetzt mit ihm die Leiter hochkommen. Bloß nicht irgendwo hängen bleiben. So, bitte einmal, Susanno. Räudiger Hund, du hast mich den ganzen Weg hierher gebracht, nur um dich mit mir zu messen? Dann bereite dich mal darauf vor, von meiner treuen Klinge Toenboku zu spüren zu bekommen.
Warte einen Moment. Bist du der legendäre Susano? Das ist richtig. Niemand anders als Susano, der größte Krieger aller Zeiten. Und übrigens unterbricht niemals Krieger in der Hitze des Gefechts. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Dieser gewaltige Fels, der den Weg versperrt, ist mir wirklich im Weg. Kannst du hier irgendwas unternehmen? Was? Komm schon, bitte. Ich dachte, du wärst der Nachfolger von Naki, oder? Er stellt doch sicher keine Herausforderung für deine unglaublichen Kräfte, oder? Hm. Das steht sicherlich in meiner Macht. Wirklich großartig. Okay, dann keine Zeit zu verschwenden. Tu es einfach. Warte. Ein Felsen dieser Größe ist nicht so einfach, sogar für mich. Das verlangt meine totale Konzentration, um die Kraft meines Schwertes zu fokussieren. Ich werde zum Trainingsplatz zurückgehen und Vorbereitungen treffen. Warte auf meine Rückkehr. Hm, ich frage mich, ich habe mit den Typen noch nie ernsthaft trainieren sehen. Niemals. Kann dieser Typ das wirklich schaffen? Na, ich schätze, alles, was ich tun kann, ist hier warten. Und ich kann weiter Gras schneiden. Oh. Und ihn verwirren. Zum Glück sieht das keiner, wie ich sie zerhacke. Mann, ich brauche wirklich Nahrung. Um Hasen und so zu füttern. War ich eigentlich schon in allen vier Häusern drin? Ich war auf jeden Fall in der Mühle. War ich im Melonenhaus drin? Hier gibt es auf jeden Fall ein bisschen Reismatten zu essen. Hier ist es wohl, wo sie den Sarg gelagert. Riecht gut, oder? Ja, jetzt sollte ich mich auf jeden Fall mal kurz nochmal umsehen. Mir Melonen einverleiben. Den Superrettich essen. Mich ernsthaft fragen, wo nochmal diese Wäschestange war. Das ist halt wirklich so das Problem. Oder kann ich sie einfach restaurieren? Jedenfalls nicht so. Ah! Okay, ich konnte sie einfach restaurieren. Das ist auch gut. Eine neue Wäschestange? Ach du meine Güte, woher ist die denn gekommen? Die Gäste müssen meine Gebete erhört haben. Wie wunderbar. Zeit, die Wäsche zu waschen. Nun, ich bin froh, die Wäsche aufhängen zu können, aber die Sonne scheint in letzter Zeit immer so weit weg zu sein. Vielleicht mag sie nicht die ganzen Monster, die hier lauern. Wenn sie doch nur näher wäre, dann wäre meine Wäsche sofort trocken. Sonst noch Wünsche? Da, ich meine ganz große Sonne für dich. Ist sie hell genug? Bei meiner Seele, die Sonne steht auf einmal so nah. Meine Wäsche wird sehr schnell trocken sein. Erst meine Stange und jetzt das. Hören die Wunder gar nicht mehr auf? Vielleicht sollte ich ein paar Kirschkuchen als Opfergabe an die Sonne machen. Komm heute Nacht wieder, wenn du auf welchen möchtest, Schneeball. Ja, mach besseren Kirschkuchen als ich. Sie lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. So, 7 Karma-Punkte. Oder Glückspunkte. Und wir kriegen heute Abend Kirschkuchen. So, jetzt aber Susano, der Saufzacke. Ich weiß, ich habe dem Händler gesagt, ich könnte helfen, aber ein Felsen dieser Größe ist mir egal, ob ich legendärer Abstammung bin, er ist einfach zu groß. Hm. Ach nein, ich kann nicht fassen, dass ich ausgerechnet jetzt keinen Sake mehr habe. Das klappt niemals. Das war's für heute, ich werde morgen wohl trainieren müssen.
Ich kann nicht ohne Sake trainieren. Ohne kann ich nicht mein inneres Feuer entflammen. Das Regen wird wohl bis morgen warten müssen. Wir haben heute erlegen, was auch noch übermorgen getan werden kann. So werden die Dinge auf Susanoo-Art erledigt. Haha. Sake, Ach genau, das Mädchen im Dorf macht doch Sake, oder? Ja, den kriege ich immer noch nicht kaputt. Diese leider auch nicht kaputt zu kriegen. Okay. Oh, sie streichelt mich. Oh, hallo. Ich habe da ein kleines Problem, weißt du? Ich muss den Reis in der Mühle vorbereiten, bevor ich ihn benutzen kann. Aber das Wasserrad ist kaputt. Ein böses Boss hat es neu zerstört. Es ist hoffnungslos, guten Sack zu machen ohne sauberen Reis. Ach, das ist zu schade. Ich hätte dieses Monster niemals mein neues Donnergebräu trinken lassen dürfen. Eine zerbrochene Mühle und ein zertrampeltes Feld. Das ist alles, was ich zum Dank bekam. Die Monster kein Sage, sie sind schon nüchtern übel genug. Meine Güte, was hat sie sich dabei nur gedacht? Egal, Schätze, das müssen wir etwas. Da müssen wir etwas Kaputtes reparieren. Sieht so aus, als könntest du mit dem könntest du das mit deinem Pinsel lösen, Ami. Ja. Machen wir es von der Seite aus. So. Was ist das? Die Mühle ist wieder in Ordnung. Wer zum Himmel hat das getan? Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, wieder Sake zu machen. Aber jetzt kann ich den Reis endlich vorbereiten. Nun, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ich fange mal besser an. Die ist das genaue Gegenteil von Susanoo. Und ja, ich würde wirklich gern wissen, ob ich das Sake-Dach zerhacken kann. Nein, kann ich nicht. Schade. Du bist daran interessiert, wenn man Sake braucht, nicht wahr? Schneeflocke, nun das hier ist zum Reinigen des Reises, siehst du? Oh, ich sag dir was, ich habe hier etwas, was du bestimmt magst. Hihi, es sind nur ein paar Reste aus dem Geschäft, aber ich habe es selber gemacht. Man nennt das Aussicht der Götter. Oh, aber du bist... Aber bist du denn schon alt genug, um zu trinken, Schneeflocke? Achso, aufnehmen. Weißt du, das Bauen von Sake ist mein Leben. Eines Tages werde ich Sake machen, an dem man sich für immer in Legenden erinnern wird. Okay, dann bringen wir Mr. Faulpelz mal seinen Alkohol. In der Hoffnung, dass er nicht noch fauler wird. Das Problem ist, wir brauchen Susanoo, weil wir halt nicht alle Sachen machen können, ohne dass es auffällt. Wir müssen sozusagen Susanoo das Lob dann überlassen. Hm? Bleib stehen, Bello. Dieser Geruch. Ist das Kushis berühmter selbstgebrauchter Sake? Gegeben Aussicht der Götter. Bello, mein Freund, hast du mir ein wenig von Kushis Sake gebracht? Oh, was für ein herrlicher Tag. Ah, lecker Sake. Ein Mann ohne was zu trinken ist wie ein Krieger ohne sein treues Schwert. Tatsächlich sagt man sogar, Nagi vertraute auf die Macht des Sake in seinem Kampf gegen den gefürchteten Orochi. Jetzt ist alles klar. Jetzt kann das Training beginnen. Ich werde mal ein bisschen was aus meinem Repertoire probieren. Okay, los geht's. Genieße die Show. So da Susanoo-Stil. Explodierende Implosion. Genau, manche Sachen schaffen wir wirklich nur mit Susanoo zusammen. Hoch. Ja! Susanoo-Stil, explodierende Implosion! Das ist unglaublich! Du hast den riesigen Felsen glatt durchgeschnitten.
Du bist wirklich etwas Besonderes. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass du das drauf hättest, Alter. Hm. Ich auch nicht. Ich meine, das war doch wohl klar. Ich bin schließlich Susanoo, der größte Krieger aller Zeiten. Dann war es doch keine Angeberei, dass du ein Nachfahre von Nagi bist. Einer wie du sollte keine Probleme haben, gegen die Monster zu kämpfen, oder? Nun ja, vielen Dank, jetzt kann ich mein Geschäft weiterführen. Hast du Monster gesagt? Natürlich, gar kein Problem. Das ist eine Aufgabe für den fähigsten Krieger von ganz Nippon. Ja, ich werde dieses Land von ihrem widerwärtigen Präsenz befreien. Lehnt euch zurück und genießt die Vorstellung von Susanoo. Ahaha. Er sollte lieber nicht so dick auftragen. Ohne uns ist er gar nichts. Denkst du, er wird alles gut überstehen? Die Monster außerhalb des Dorfes sind wirklich fies. Ah, glorreiche Amaterasu. Ah, hallo Sakuya. Hast du ein Vergnügen, deine heroischen Taten beizuwohnen? Ich bin sehr beeindruckt. Als du den Felsen zerschlagen hast, schlug mein Herz schneller. Deine Fähigkeit, mit dem Pinsel zu sehen, ist wie eine Offenbarung. Und kriegen wir jetzt eine Belohnung oder sowas? Ich glaube nicht, dass deine Beteiligung irgendeinen Einfluss hat, kleine Laus. Es heißt Isun. Ja, hör auf, mich eine Laus zu nennen. Ich werde wieder in dein Kimono kriechen, wenn du das noch einmal sagst. Bei meiner Seele. Beruhig dich, Süße. Das Fake-Doll hier ist auf jeden Fall gemütlicher. Ja, Matarazu guckt. Jetzt lass uns wieder über die Belohnungsgeschichte sprechen, von der du gesprochen hast. Komm schon, Ami. Nimm deine Foto oder sowas. Weiter, gib Pfötchen. Ja. Ich muss mich entschuldigen. Ich würde dich gerne belohnen, aber ich fürchte, ich habe nicht die Macht dazu. Ich habe kaum genug Kraft, um eine Blume blühen zu lassen.